Hallo und willkommen zurück zu Subnautica. Ich muss jetzt erstmal ganz schnell hier raus aus der Höhle und was zu essen besorgen. Trinken geht sogar noch. Aber essen ist gar nicht gut. Was liegt eigentlich da? Schon lasse ich mich ablenken. Das Licht ist einfach nur umgekippt. Okay. Also irgendwo geht es hier sicherlich raus. Ich folge einfach mal den Lampen. Hallo, hallo. Hallo, ich komme da nicht hoch. Die Flossen sind im Sand stecken geblieben. Scheiße. Okay, ich dachte, es wäre ein anderes Portal. Das ist ein Unterwasserportal gewesen, Unterwasserhöhle. Oh, wo war die denn? Ich meine, da draußen schwimmt auch Essen rum, das ist schon mal gut, aber... Das sieht mir nach, das ist ein Knochenhai nach dem roten Biom aus. Und so ein Blitzding. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Ah, scheiße. Ich dachte echt, weil es gibt ja noch so ein Portal in der Insel und das sieht da sehr ähnlich aus. Allerdings, unsere Basis ist immer noch... Fast 2 Kilometer weg. Ups. Wir sind 300 Meter tief, sehe ich auch jetzt erst. Das hätte ich am Anfang auch schon sehen können eigentlich, aber ich gucke so selten auf diese Anzeige da. Wir sind 300 Meter tief. Müsste aber von Luft her und so reichen. Ich will nur irgendwie, wenn ich jetzt da rausgehe. Irgendwie, die bekämpfen sich gerade. Nee, du kannst hier nicht rein. Geh weg. Du darfst hier rein. Ja, wunderbar. Wo bist du jetzt? Da. Ach schön, wenn das Essen reinkommt. Das ist natürlich super. Ist ja wie Sushi-Bar oder so hier. Weil der Blitzdings, wenn der mich einmal trifft, bin ich tot. Deswegen fände ich das jetzt nicht so gut, dass der hier rumschwimmt. Aber ich glaube, der macht dasselbe wie ich. Der jagt nämlich die Glubscher. Aber könnte der mal vielleicht sich verpissen? Wenn ich das so mache? Interessiert ihn noch nicht? Also ich habe jetzt echt keine Ahnung, wo ich bin. Kann der echt nicht mal weggehen? Bin ich noch in der Höhle oder kann ich hier irgendwo nach oben schwimmen? Ah, das ist dieses Biom. Das heißt, ich müsste eigentlich nach oben schwimmen können. Ich will nur Licht, glaube ich. So. Das Ding hat immer so drei Einstellungen. Nur Licht, kein Licht und die Umgebung. Und ich glaube, oder? Und Licht und diese Umgebungsanzeige. Okay, ist, glaube ich, ist Abend oder sowas, deswegen ist so dunkel da unten. Okay. Ja, der Mond leuchtet, der Planet auch. Kannst du mal oben bleiben? Hier nicht. Was sind hier denn? Oh Gott, da sind wir. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, weil Leviathan. Also hier in der Ecke. Oh Gott, ja, ist gar nicht gut. Ich sehe nichts, vielleicht mache ich es einfach ganz aus. Und wenn ich ganz schnell jetzt in Richtung Basis schwimme, jagt uns vielleicht nicht. Ich glaube, ganz in der Ferne höre ich irgendwas, aber ist okay. Ich bin weit an der Oberfläche, ich schwimme schnell Richtung Basis. Mitten in der Nacht. Oh, Gott sei Dank, es wird Tag.
ist ein großer Kumpel und noch einer. Ist immer schön, die zu sehen. Es wirkt immer irgendwie gleich friedlicher. Wenn man sie mal kennt, wenn man sie am Anfang nicht kennt, nur hört, dann ist es erstmal gruselig, aber danach ist immer so, oh, ihr seid hier, alles ist gut. Fände ich zumindest. Hier waren wir auch schon eine Weile nicht mehr. War da schon immer so ein Luftding? So eine Luftschleuse. So ein Ventilationssystem. Ich müsste mir mal überlegen, wie die Dinge heißen. Ventilationssystem klingt gut. Und schon ist es wieder angenehm und hübsch alles. Wunderbar. Bloß weg von den Kartenrändern. Das ist immer sehr unbequem. Ach shit. Aber wisst ihr was? Ich finde das ja nie wieder. Und ich habe ja auch keine Boje. Also ich konnte jetzt natürlich auch keine Boje herstellen. Also ich meine, hätte ich schon. Ich hätte nochmal zurückgemusst und dann aber... Scheiße. Ist auf jeden Fall Nordosten, wo man einen Blick auf den abgebrochenen Teil der Aurora hat. Und in 300 Meter Tiefe. Aber wir müssen ja auch wieder zurück. Ach, Kacke, habe ich überhaupt nicht dran gedacht. Ich wollte nur weg da dann. Wegen meinen wenigen Lebenspunkten und so. Oh Gott, das sind so Tigerdinger. Tigerpflanzen. Schauen wir ein bisschen weiter. Sandhaie. Normalerweise ist alles kein Problem, aber wenn wir so wenig Lebenspunkte haben. Reicht, glaube ich, ein Angriff und wir sind tot. Von was auch immer. Toll, wie komme ich da jetzt wieder zurück? Ob ich das jemals finde? Also es war sehr genau 300 Meter tief. Vielleicht war es auch unter der Nordinsel. Das könnte auch sein. Ups, da ist meine Basis. Das könnte auch sein, dass gar nicht so, dass ich mit der Insel gar nicht so verkehrt war, weil das unter der Insel war. Weil die ist ja eigentlich auch da hinten. Wobei ich meine, es wäre etwas nordöstlicher als die Insel. Also zumindest diese Wolken, diese dunklen, die zeigen das halt mal so ungefähr an, wo die sind. Was macht denn der Pirscher da hinten bei meiner Basis? Der tanzt an der Oberfläche rum. Das finde ich mir nicht gut. Was soll das? Und was ist das? Was geht denn hier ab? Da ist man mal eine Weile nicht zu Hause. Was ist das denn? Waren denn diese Pilze hier mitten auf dem Ozean? Merkwürdige Dinge. Und so viel Essen. Oh nein! Oh Gott, nein, 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 ich will jetzt nicht sterben. Ich habe jetzt wirklich keinen Bock zu sterben. Vergessen. Okay, die ganzen Pirsche haben hier das Revier übernommen. Rein, ess mal rein. Ich kann Melonen essen. Scheiß auf Fische. Ich dachte, da hältst du abhängst du mal, aber nee. Komm, rein da. Das war jetzt verdammt schnell rein. Reingefallen hier. Okay. Melonen. Sehr viel besser. Na, das noch und wieder auffüllen. Essen. Ah, 100%. Jetzt nur noch heilen. Wieder ein bisschen, ups, falsche Taste, trinken mitnehmen. Aber echt, was geht hier ab? Die ganzen Pirschen und so. Ich setze mich erstmal. Schön hier wieder zu Hause. Also. Wenn wir jetzt hier schon sitzen an unserem Schreibtisch, werden wir mal die neuen Daten lesen, die wir haben. Alles, das wir jetzt schon gescannt haben da unten. Zum Beispiel das antike Schwert von der Erde. Huch, okay. Cool aus. Ein antikes Schwert von der Erde auf das 13. Jahrhundert zurückdatiert.
Blutreste auf der Klinge entsprechen der DNS von 7 Staatsoberhäuptern jener Zeit. Dieser Hinweis stützt die Theorie, dass die Fremden eine alte, raumfahrende Zivilisation waren, die im Geheimen weniger entwickelte Arten erforschen. Fremdartige Schnitzerei. Diese Schnitzerei ist mehrere hunderttausend Jahre alt und wurde aus einer unbekannten natürlichen Faser hergestellt, die auf einem unbekannten Planeten gewachsen ist. Es zeigt eine auffällige Ähnlichkeit mit dem Yin-Yang-Symbol der alten Erde. Zwei konkurrierende Theorien können diese Ähnlichkeit erklären. Erstens, die Fremden könnten vor dem 4. vorchristlichen Jahrhundert die Erde besucht und die Entwicklung der alten chinesischen Philosophie beeinflusst haben. Zweitens, das Konzept von Yin und Yang könnte universal sein. Yin und Yang beschreiben im Grundsatz die gegenseitige Abhängigkeit von scheinbar entgegengesetzten Kräften. Dies könnte ein notwendig existenzielles Verständnis gleich welcher Form in allen ausreichend entwickelten Zivilisationen sein. Sorry, ich lese gerade wieder das holprig. Die Verjüngung von zwei Kreisen, Vereinigung in entgegengesetzte und immer kleiner werdende Punkte, das Endliche, ist eine logische Art und Weise, dieses Verständnis darzustellen und könnte von anderen intelligenten Wesen, oh, man kann es da unten so schlecht lesen immer, unabhängig von den Menschen entwickelt worden sein. Ja, wenn man irgendwie so aus demselben Universum stammt und ähnlichen Gesetzen folgt, also Naturgesetzen, und dann kann man dann vielleicht auch ähnliche Feststellungen machen und das dann auch mit den Mitteln, die man hat, die auch wieder ähnlich sind, halt auch so darstellen, dann das kann ich mir gut vorstellen. So, fremde Skulptur. Dieses Artefakt enthält keine Energiequelle, was darauf hinweist, dass es eher einem zeremoniellen als einem praktischen Zweck diente. Die Pyramide stellt Ranken dar, die spiralartig auf den warmen blauen Stein an der Spitze zulaufen. Es könnte eine Pflanze von Heimatplaneten der Fremden darstellen, ein Gebäude mit religiöser Bedeutung oder sogar die Anziehungskraft ihres Heimatplanetensystems. Gewagte Theorie. Holographischer Projektor. Dieses Gerät enthält Netzwerktechnik und eine holographische Projektionseinheit. Es wurde wahrscheinlich als Kommunikationsrelay verwendet, das das Bild des Benutzers erfasst und an einen entfernten Ort projiziert. Es scheint keine weiteren Geräte in Reichweite zu geben. Und die rudimentäre Tafel. Dieses Gerät hat viele Gemeinsamkeiten mit den Tafeln, die für den Zugang zu den fremden Einrichtungen verwendet werden, obwohl sein Aufbau weniger komplex ist. Es könnte einen ähnlichen Zweck gedient haben, dem Gewähren von Sicherheitszugängen und Speichern relevanter Daten und daher hier als eine Art Andenken aufbewahrt werden. Okay. Gut, das waren diese ganzen Artefakte, die wir erstmal gescannt haben. Ich weiß gar nicht, ob ich ganz durch war mit dem Scannen, auf jeden Fall. Werden wir uns beim nächsten Mal, falls ich uns wieder hinfinde, das alles nochmal genau angucken, dass wir wirklich alles gescannt haben. Und dann halt auch noch diese anderen Gänge gehen und Wege aufdecken. Es kann sein, dass ich... Ich habe noch eine orangene Tafel. Weil da gab es noch einen Raum. Ich gönne mir mal einen Kaffee. Es gab einen Raum, der war noch mit so einem Kraftfeld gesichert. Und ich weiß halt nicht, ich habe nicht geguckt, welche Tafel ich dafür brauche. Ich wollte auch einfach nicht so nah an den Raum ran, um mich nicht schon zu spoilern. Und deswegen, vielleicht gucke ich mal, ob wir noch eine andere Tafel haben, damit wir auch dann da reinkommen. Danke. Dann nehmen wir hier noch ein bisschen Heilung. So. Auf 78 komme ich damit nur, Mist. Sonstiges. Nö. Das war Deckung. Hier ist Nahrung drin. Leider keine Tafel mehr. Müssen wir dann eventuell eine herstellen. Wir haben ja die Rezepte. Und habe ich eigentlich... Ich habe eine leere Energiezelle, weil könnte ich vielleicht gerade mal aufladen. Ah, hier ist nämlich auch noch ein drin. Schön. Nehmen wir die schon mal raus. Haben wir schon mal wieder eine volle. Und ich warte noch, dass ich volle Lebenspunkte habe, bevor es weitergeht. Ich müsste eigentlich Leben regenerieren, wenn ich in der Basis bleibe. Hilft das eigentlich, wenn ich schlafen gehe? Oh, schön hier. Wieder überall Fische drin. Einmal hier unsere Freunde besuchen.
Hallo. Ist doch schön hier mit Glas drumherum. Rausgucken, reingucken, durchgucken. Ach stimmt, ich kann doch mal wieder ganz hoch gehen. Einmal hier auf die Aussichtsplattform. Naja, müssen wir dahin zurück. Oh, ich habe Angst. Das ist der Leviathan. Der will mich fressen. Ich habe auch meinen Freund schon versucht zu überreden, dieses Spiel zu spielen, weil es schon an sich ja sehr schön ist. Aber er hat auch zu viel Schiss. Ich verstehe es total. Mittlerweile geht's bei mir, aber am Anfang, ich hatte unglaublich Schiss bei manchen Dingen. Gerade so, wenn das Meer so dunkel wurde und so und du nicht wusstest, wo du hinschwimmst und was unter dir ist und hinter dir und vor dir. Und gerade so in der Nähe der Aurora, wo ich wusste, wo Leviathan auch rumschwimmen, so mega Schiss gehabt. Mittlerweile geht's tatsächlich ein bisschen besser, aber ich kann es total verstehen, wenn man das deswegen sagt, so nee. Ich spiele dieses Spiel nicht. Ist mir egal, wie schön das ist. Ich spiele es nicht. Aber es ist eigentlich schade. Also macht echt Spaß. Okay, hier mal wieder. Ja, zück dein Messer. Was war das denn? Runter. Und mal wieder schlafen gehen. Und wenn ich jetzt mitten in der Nacht aufwache. Kann ich nochmal schlafen? Nein, tatsächlich. Ha. Kann nur einmal schlafen. Frühstück. Das ist doch eigentlich wie im Schlaraffenland hier. Man hat direkt das Frühstück und den Früchtebaum hier am Bett stehen. Muss nur den Mund aufmachen eigentlich. Okay, dann gucken wir mal, da kommt das nächste Wasser, sehr gut. Wie weit ist die Heilung? Ah, kann ich auch wieder rausnehmen, sehr gut. Energie ist leer, aber Energiezelle ist aufgefüllt, dann haben wir hier auch nochmal... Wieder ein bisschen Vorrat. Also das ist sehr schön. Ich hole gerade mal neue Energie. Ein paar Blutdinger. Ah, wo sind sie denn da? Blutöl. Blutöl. Oh, noch mehr Blutöl. Na, komm her. Ich glaube, mehr als 4 kriege ich da eh nicht rein. Ich glaube, die Sonne geht auch schon wieder auf. Das würde sehr gut passen jetzt. Kann doch sein, dass sie untergeht. Wir haben nirgends so eine Uhrzeit, ne? So nach wie viel Hunderten von Stunden in dem Spiel, so haben wir eigentlich eine Uhrzeit. Ich glaube, das wäre mir dann doch früher schon mal aufgefallen. Okay, ich könnte natürlich ein paar gepökelte Fische mitnehmen. Falls ich irgendwie länger brauche, um zurückzufinden und um in dem, wenn wir dann wieder durchs Portal gehen, dort weiter das zu erkunden. Ach, bin ich doch vorbeigeschwommen. Ups, ups. Nee, der ist mir weggekommen. Der ist mir. Ich muss dich jetzt mal wegkicken, weil das ist jetzt mein Revier wieder. Es tut mir leid. Mein Jagdrevier. Okay. Das Kaninchen rochen nicht. Der Kaninchen rochen wäre es eigentlich. Nee, das. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Okay, das sind 6 Fische. Hält ja hoffentlich ein bisschen, wenn wir die jetzt noch pökeln. Ich hoffe, ich habe Salz. Liegt jetzt welches Salz rum?
Ich habe auf jeden Fall eine Wasseranlage, Salz, deswegen geht schon. Habe ich bestimmt auch im Schrank dann noch welches. Huch, der ist komplett leer, der Spind. Das ist der Wahnsinn. Nein, da nicht. Da. Und der braucht noch ein bisschen. Da sind noch zwei. Das reicht gerade so nicht. Naja, ich pöke schon mal, was ich hab. So, einer müsste, glaube ich, jetzt noch übrig sein. Ein ungepökelter. Genau. Lebenspunkte sind auf 96. Fast voll. Wie sieht es da mit dem Salz aus? 12%. Ja gut, das braucht natürlich jetzt noch eine ganze Weile. Dann gehe ich vielleicht gerade mal kurz raus. Dieses eine Salz werden wir doch finden. Im Zweifelsfall mit unserem Dingen. Wie heißt das Ding? Das für uns die Sachen sucht. Aber normalerweise liegt er hier genug rum. Da zum Beispiel. Okay. Und wieder zurück. Ich mache vielleicht noch eine Boje, weil wenn ich das jetzt wiederfinde, möchte ich da eine Boje dran setzen. Falls wir öfter mal dahin müssen oder so. Also erstmal das noch pökeln. Dann nochmal gucken, was ich alles für so eine Boje brauche. Ein Kupfer und ein Titan, das ist ja jetzt nicht so viel. Ein Kupfer. Ich tue das Salz da wieder rein. Und ein Titan. Zum Glück sind die so billig. Wunderbar. 55%. Und wir sind auf 100 Leben. Sehr gut. So muss das sein. So gefällt mir das. 47 und 48 dauert alles noch ein bisschen. Oh, jetzt habe ich den Knollenbaum komplett kaputt gemacht. Dann pflanzen wir ihn einmal nochmal ein. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen Wasser da rausholen. So. Ich bin ja ungeduldig. Ich will sofort wieder zurück und gucken, ob ich das wiederfinde. Aber es wäre vielleicht sinnvoll, wenigstens ein Heilungsding mitzunehmen. 63%. Okay. Ich warte, bis die Heilung durch ist, also bis das fertig fabriziert wurde. Und dann mache ich mich auf den Rückweg. Und ich hoffe, dass ich dieses Portal, also den Eingang unter Wasser da wiederfinde. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen.